Hey, willkommen zurück hier am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute möchte ich dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mitgeben, der du einfach nur folgen musst, um Frauen erfolgreich im Alltag anzusprechen. Viele Männer denken, das ist super schwierig, aber wenn man weiß, wie es geht, wenn man eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, wie die, die ich dir heute mitgeben werde, dann ist es super einfach und dann schaffst das auch du, egal auf welchem Level du gerade stehst. Geil, wenn du das Video siehst, dann interessierst du dich dafür, Frauen im Alltag anzusprechen. Geil, super. Das ist deine Möglichkeit, wirklich viele Frauen auf regelmäßiger Basis kennenzulernen und dafür zu sorgen, dass du in einer Woche regelmäßig Dates hast, regelmäßig Dates mit neuen Frauen hast, mit vielen Frauen schläfst und dir dann eine von diesen Frauen aussuchen kannst, mit der du, wenn du Bock darauf hast, eine Beziehung eingehen kannst oder du hast einfach über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Frauen sexuelle Beziehungen, was auch immer du dir wünschst. Wenn du Frauen im Alltag ansprechen kannst, kannst du all das bekommen und das ist sozusagen, das ist fast einer der einzigen Wege, um an diesen Punkt zu kommen. Außer du hast einen gigantischen Freundeskreis, an dem, wo jeden Abend Veranstaltungen sind, wo du jeden Abend neue Leute kennenlernst. Sollte das der Fall sein, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, immer neue Frauen kennenzulernen. Aber die wenigsten Männer haben so einen gigantischen Freundeskreis. Nicht mal ich habe so einen riesigen Freundeskreis, der mir solche Möglichkeiten geben würde. Deswegen greifen die meisten Leute eben darauf zurück, oder die meisten Männer sollten darauf zurückgreifen, Frauen im Alltag kennenzulernen. Und ich gebe dir jetzt den Schritt-für-Schritt-Plan, wie du vorgehen musst, um erfolgreich Frauen im Alltag anzusprechen. Also die erste Sache, die du machen musst, ist natürlich die Frau anzusprechen. Aber bevor du sie ansprichst, eine wichtige Sache, die du machen solltest. Nämlich, nimm dir im Moment Zeit, während du hinter der Frau zum Beispiel herläufst und schau dir die Frau ein bisschen an. Krieg ein Gefühl für die Frau und guck mal, was dir Besonderes an der Frau auffällt. Denn daraus kannst du eine Eröffnung machen, daraus kannst du das Ansprechen gestalten. Was du machen kannst, wenn du ein Anfänger bist, du kannst auf eine sehr direkte Art und Weise zurückgreifen. Du kannst einfach sagen, hi, das ist mein Name, oder du kannst sagen, hey, pass auf, du gefällst mir, deswegen wollte ich dich gerade ansprechen. Das ist super für Anfänger, die noch sehr, sehr schüchtern sind, die noch denen keine spontanen Sachen einfallen beim Frauenansprechen, weil sie noch so schüchtern und so nervös sind, dass da Kreativität gar nicht mitspielen kann. Einfach sagen, hey, pass auf, ich habe dich gesehen, du gefällst mir, hi, ich bin Tim. Ja, und dann wird sie wahrscheinlich ihren Namen sagen und von da aus kannst du das Gespräch dann weitergestalten. Wenn du bereits fortgeschritten bist, und das empfehle ich grundsätzlich, wenn du es kannst, würde ich situativ in Gespräche einsteigen. Zum Beispiel, die Frau ist unterwegs und sie ist so ein bisschen am Schlendern, weißt du, und du gehst neben sie, hast gesehen, dass sie schlendert und bist so, ja, du bist ja sehr am Schlendern, so, wo geht's denn für dich hin? Zum Beispiel, ja, du beziehst dich auf die Situation, in der sie gerade ist. Oder eine Frau ist unterwegs und hat, ich hatte letztens eine Frau angesprochen, die hatte so einen Geschenkkorb dabei und dann bin ich neben ihr gegangen und habe mir den Geschenkkorb angeguckt und habe zu ihr gesagt, also das wäre nicht nötig gewesen, so, also hättest du mir den Korb auf dem zweiten Date geschenkt, wäre das auch in Ordnung gewesen. Und da hat sie halt gelacht, ich habe gelacht und schon waren wir in einem lockeren und spaßigen Gespräch. Das heißt, situativ einsteigen ist nochmal besser als direkt einsteigen. Nochmal kurz, direkt einsteigen ist zum Beispiel zu sagen, hey, pass auf, du gefällst mir, deswegen habe ich dich angehalten und wollte kurz mit dir reden. Situativ einsteigen ist das, was ich dir gerade beschrieben habe. Ich sehe den Geschenkkorb und sage zu ihr, hey, guck mal, geil mit dem Geschenkkorb, das wäre aber nicht nötig gewesen, das hätten wir auch beim zweiten Date machen können. Ja, es ist halt lustig, es ist humorvoll, sie lacht, du lachst. Und wenn du es schaffst, dass du und die Frau lacht, dass ihr Spaß habt, wenn ihr euch kennenlernt, dann ist eigentlich schon der ganze Blumentopf gewonnen. Dann hast du schon einen sehr guten Start hingelegt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch dann auch wieder trifft, ist auch sehr hoch. Gerade wenn sie bei deinem anfänglichen Witz auch lachen musste, ist es schon mal ein Zeichen dafür, dass sie dich von Anfang an auch sympathisch fand. Ja, also das ist einfach mal der Einstieg in das Gespräch. Und viele Männer haben jetzt das Problem, hey, was soll ich denn zu der Frau sagen? Und das ist natürlich wirklich ein Problem, wenn du sehr schüchtern noch bist, wenn du sehr aufgeregt bist, dann ist es halt schwierig, dann fallen dir nicht so viele Sachen ein. Deswegen leg dir für den Anfang, wenn du Anfänger bist, ein paar Sachen zurecht. Einfach so ein paar Standardsachen, die du abfragen kannst, so ein bisschen dich im Gespräch auch wohlzufühlen, ja? Deswegen ist es auch so wichtig, dass du dir die Frau vorher anguckst, bevor du sie ansprichst und dir vielleicht überlegst, hey, was würde ich denn gerne über die Frau erfahren? Vielleicht hat sie eine ganz außergewöhnliche Art, sich zu kleiden und das ist etwas, worauf du sie ansprechen könntest. Aber wenn dir jetzt an der Frau nichts auffällt oder wenn du zu nervös bist, dann überleg dir mal generell, wenn du zu Hause sitzt, überleg es dir mal, wenn du zu Hause sitzt, was möchte ich denn über eine Frau erfahren? Was interessiert mich denn überhaupt an einer Frau? Ja, ihre Hobbys, ihre Vorlieben, was sie studiert, was sie arbeitet, warum sie das arbeitet, warum das ihre Hobbys sind, wieso, wo sie wohnt, ob sie hier in Berlin wohnt oder seit wann sie in Berlin wohnt.
wo sie ursprünglich herkommt, ob sie gerne reist, ob sie gerne Sport macht. Was sind Dinge, die dich an einer Frau interessieren? Was sind Dinge, über die du gerne redest? Angenommen, du bist jemand, der sehr sportlich ist, dann könntest du auch einfach die Frau fragen, ob sie sportlich ist und hättest dann ein Themenfeld, wo du dich wohlfühlst und wo du mit der Frau darüber sprechen kannst. Überleg dir das einfach im Vorhinein. Leg dir so ein paar Fragen im Vorhinein fest und geh sie ein paar Mal in deinem Kopf durch und dann kannst du sie auch anwenden, dann kommen sie dir auch, wenn du im Gespräch bist. Wenn du fortgeschritten bist, dann muss ich dir das natürlich nicht erklären, aber wenn du fortgeschritten bist, kannst du dann aus diesem situativen Gesprächsöffner, zum Beispiel mit diesem Korb und dem Date, ja, sie hat einen Geschenkkorb und ich sage zu ihr, hey, das wäre nicht nötig gewesen, auf dem zweiten Date hätte der Geschenkkorb auch gereicht. Und wenn sie darauf eingeht, wenn sie mitspielt, kannst du halt das ganze Gespräch, wenn du fortgeschritten bist, auch lustig, humorvoll gestalten. Ja? Ich hatte mal eine Frau angesprochen und wir sind gleich sehr auf einer Ebene gewesen, wir haben uns sehr gut verstanden gleich und wir haben so ein Rollenspiel gemacht, sie ist der Ehemann, ich bin die Ehefrau und in diesem Rollenspiel sind wir halt die ganze Zeit über geblieben, bis wir Nummern getauscht haben. Wir waren die ganze Zeit nur in diesem Rollenspiel, wir waren die ganze Zeit nur spaßig, humorvoll und lustig. Und das kannst du eben machen, wenn du schon ein bisschen fortgeschrittener bist, weil dann fühlst du dich auch so wohl in der Situation, dass dir solche spontanen Dinge einfallen. Eine Sache, die dir viele Flirt-Coaches raten, ist, dass du die Frau anhalten sollst, um mit ihr zu sprechen. Das kannst du machen, probier das, guck mal, was mehr so dein Ding ist. Was ich neuerdings gerne mache, ist, mit der Frau einfach mitzugehen. Ich gehe einfach grundsätzlich mit der Frau mit, ich halte die Frau nicht an. Ja? Die Frau geht und ich schlender neben mir her, gehe so neben mir her. Guckst du kurz zur Seite, guck mir nochmal so an, auf was ich jetzt eingehen möchte und dann mache ich zum Beispiel den Geschenkkorbspruch. Und dann gehe ich mit dir ein Stück weiter und normalerweise, es ergibt sich sowieso, dass man an der einen oder anderen Stelle mal stehen bleibt oder dann, wenn man später die Nummern tauscht, dann bleibe ich halt mit der Frau stehen. Aber dieses Nebenhergehen ist sehr entspannt, das ist auch für mich sehr entspannt, das nimmt diesen direkten Face-to-Face-Druck aus der Konversation. Und ich find's super entspannt. Du kannst doch die Frau gerne anhalten. Probier mal aus, was für dich am besten funktioniert. Einfach sagen, hey, bleib mal kurz stehen. Hey, ganz kurz. Aber dieses situative Ansprechen funktioniert eben dann besser, wenn du neben der Frau hergehst. Wenn du die Frau erstmal anhalten musst, um dann was Situatives zu sagen, dann ist es irgendwie nicht mehr situativ. Wenn ich erst die Frau anhalten muss, so, hey, bleib mal kurz stehen. Oh, der Geschenkkorb wäre aber nicht nötig gewesen. Hättest du mir auch beim zweiten Date schenken können. Das ist einfach nicht so flüssig. Das verträgt sich einfach nicht so gut mit einem situativen Gesprächseröffner. Wenn du es direkt machst, so, hey, pass auf, du gefällst mir, deswegen habe ich dich angehalten. Okay, das funktioniert sicherlich da besser. Aber mit einem situativen funktioniert es besser, wenn du mitgehst. Ja, wenn ich neben mir hergehe und so ganz plötzlich, situativ eben, kommt dieses, hey, guck mal, das mit dem Geschenkkorb. Das hättest du doch sparen können, das hättest du auch beim zweiten Date machen können. Ich muss sie dafür nicht anhalten, es kommt mehr im Fluss, als wenn ich sie dafür erst anhalten muss. Aber wie gesagt, wenn du Anfänger bist, mach ruhig die direkte Methode, es funktioniert auch sehr gut. Baut natürlich ein bisschen mehr Druck auf, deswegen wundere dich nicht, wenn du bei der direkten Methode öfter den Satz zu hören bekommst, hey, ich habe aber einen Freund, denn indem du sagst, hey, du gefällst mir, bleib kurz stehen, zwingst du sie zu einer Entscheidung. Du zwingst ihr, dir zu sagen, okay, ich finde dich auch so interessant, dass ich kurz stehen bleibe, oder du zwingst sie dazu zu sagen, hey, nein, ich habe einen Freund, oder hey, nein, ich habe kein Interesse. Wenn du nebenher gehst, dann muss sie sich nicht sofort entscheiden, dann kann sie erst mit dir ein lustiges Gespräch führen und du wirst es an der Stelle weniger hören, den Satz, ich habe einen Freund. So, jetzt hast du mit ihr gesprochen und ihr seid im Gespräch. Es ist schwer zu sagen, wie lange ein optimales Gespräch gehen sollte. Ich sage mal als Grundregel, je länger, desto besser. Ja, ganz wichtig, je länger, desto besser. Es gibt aber auch Gespräche, ich hatte schon Gespräche, die waren sehr kurz, unter einer Minute und wir haben uns wieder gesehen und es ist was draus geworden. Ich hatte schon Gespräche, die waren sehr lang, halbe Stunde und es ist nichts draus geworden. Kann alles passieren, je länger, desto besser. Wenn du die Möglichkeit hast, dann lad sie direkt auf ein Date vor Ort ein. Geh mit ihr einen Kaffee trinken, holt euch eine Cola, setzt euch kurz ans Wasser. Je mehr Zeit du mit ihr verbringst, desto besser. Wie gesagt, es ist nicht immer der Fall, aber das ist die Tendenz, deswegen mach das auf jeden Fall so. Und dann am Ende des Kennenlernens, wenn sie entweder weiter muss oder ihr habt gerade ein kleines Date gehabt und dann trennt ihr euch wieder, dann schlag ihr einfach ein Treffen vor, sag, hey, lass uns doch zum Beispiel morgen Abend mal in die Cocktailbar am XY-Platz gehen. Vielleicht hast du in dem Moment, also ich habe es, bei mir ist es manchmal so, dass ich nicht genau weiß, wann ich die nächsten Tage Zeit haben werde, deswegen kann ich kein spontanes Treffen vor Ort ausmachen, dann kannst du die Telefonnummern tauschen. Aber versuche ruhig einfach vor Ort schon mal ein Date auszumachen und zu sagen, pass auf, lass uns doch übermorgen da und da treffen, dann gehen wir mal einen Cocktail trinken. Ja? Wenn sie da nicht kann oder zu dem Zeitpunkt, das für sie nicht möglich ist, dann tauschst du mit ihr die Nummern und meldest dich einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bei ihr. Die Nummern tauschen ist nur dafür da, dass ihr danach noch in Kontakt bleiben könnt. Und nicht dafür da, ganz viel rumzutexten und sich übers Texten kennenzulernen. Kennenlernen sollst du sie vor Ort, kennenlernen sollst du sie live.
wenn ihr face-to-face seid, nicht übers Texten. Dann geht es einfach nur darum, das Date auszumachen, die Zeit mit dir zu genießen und weitere Dates auszumachen. Was dann auf diesem Weg, auf dem weiteren Weg wichtig ist, ja, das erfährst du nicht hier in diesem Video, sondern erfährst du in meinem Online-Coaching. Dafür kannst du dich wieder links, warte, jetzt muss ich kurz überlegen, wahrscheinlich ist es rechts von mir, kannst du dich rechts von mir eintragen. Da kommst du erst auf meinen Gratis-Quiz, wie attraktiv du auf Frauen wirkst. Das Quiz kannst du mal machen, um zu schauen, wie attraktiv wirke ich auf Frauen und wie kann ich noch attraktiver auf Frauen wirken. Und dort kannst du dich auch in mein Online-Coaching eintragen. Da erfährst du eben, wie es nach dem Ansprechen weitergeht. Ganz, ganz wichtig. Unten in der Ecke kannst du noch meinen Channel abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und oben geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Wenn du eine spezielle Frage hast, eine spezielle Situation mit einer Frau, wo du eine Antwort zu haben möchtest, dann kannst du mir diese Frage gerne schreiben, und zwar an frauenansprechentipps@gmail.com. Ist auch nochmal unten in der Beschreibung. Bitte eine ausführliche Beschreibung der Situation. Deinen Namen ändere ich ab. Und dann werde ich diese Frage entweder hier auf dem Channel oder in meinem Podcast, wahrscheinlich im Podcast, beantworten. Den Link zum Podcast findest du auch nochmal unten in der Beschreibung, falls du den noch nicht kennst, der Noch mehr Erfolg mit Frauen Podcast, wo du noch mehr Gratisinformationen bekommst zu den Themen Dating, Beziehung, Flirten und wie du eine Frau findest, die dir gefällt und am Ende des Tages mit zusammenkommst oder mit vielen verschiedenen Frauen Sex hast, was auch immer du willst. Schön, dass du hier warst am Samstag. Das nächste Video gibt es Donnerstag, immer im Donnerstag-Samstags-Rhythmus. Wir sehen uns Donnerstag. Bis dahin, ciao.